Wunderschönen guten Morgen, ich bin vorhin erst aufgestanden und heute ist der 1. Oktober. Auf diesen Tag habe ich schon 19 Jahre gewartet, ja zumindest die letzten 3 Monate, denn heute ist die Einführungsveranstaltung an der HTWG hier in Konstanz. Das hier ist mein schönes Zimmer, vorgestern bin ich hier eingezogen, sogar eine professionelle Lampe habe ich dabei. Genau, ich werde euch einfach mal heute in meinen Tag ein bisschen mitnehmen, ich werde euch alles zeigen, was ich für Eindrücke erleben darf und ein wie herzliches Willkommen ich erwarten darf. Und ich freue mich schon richtig, ich bin auch sehr aufgeregt und wir sehen uns gleich. Fünf Minuten Fußweg habe ich von meiner Wohnung bis hier und das Wetter ist heute ein bisschen traurig, aber die Hochschule ist halt wirklich hier direkt das Gelände und hier ist ja das Gewässer. Jo, hier bin ich wieder. Die Einführungsveranstaltung war auf jeden Fall sehr informativ und hat viele Themen beleuchtet, wie zum Beispiel auch Projekte und Veranstaltungen, die man neben dem Studiengang noch besuchen kann. Die haben wir dann danach noch in der Tischmesse näher betrachten können oder mit den Leuten dann auch reden, um was es zum Beispiel in bestimmten Projekten geht, wie zum Beispiel das Racing Team. Dort wurde so ein Rennwagen komplett von Null aufgebaut. Und da gibt es dann auch verschiedene Bereiche, zum Beispiel die Konstruktion, die Finanzen und noch ganz viele andere, Radio, Fernsehen, alles Mögliche. Dann haben wir noch einen kleinen Rundgang um die Hochschule bekommen, wo wir dann die Bibliothek gesehen haben, die Mensa, die Cafeteria, Strandbar und noch ein paar andere Gebäude. Und ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe gerade Mittag gegessen und hier so einen schönen Ruheraum gefunden. Genau. Nach dieser sehr ereignisreichen Woche sind wir zusammen mit allen, die Lust hatten, aus dem Studiengang und auch mit den Masterstudenten ins Allgäu gefahren, auf die sogenannte Ersti-Hütte. Und dort sind wir dann zusammen wandern gegangen, haben Spiele gespielt, Alkohol getrunken. Und ich fand es wirklich eine super Möglichkeit, um die Leute aus den höheren Semestern kennenzulernen. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Jeder, der die Möglichkeit dazu hat, sollte es machen. An dieser Stelle ein ganz kurzes Fazit zu den ersten Wochen hier an der HTWG. Ich möchte sagen, dass meine Erwartungen wirklich komplett erfüllt wurden, sogar eigentlich übertroffen. Und ich freue mich, dass ich so viele neue Leute kennengelernt habe, so viele neue Freunde. Und das ist auch vor allem den ganzen Veranstaltungen, die es gab und Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen, wie durch die erste Hütte, durch andere Veranstaltungen, Kneipentour. Das habe ich jetzt gar nicht in dem Video alles gezeigt, aber ihr könnt es euch vorstellen. Also ich war wirklich jeden Tag eigentlich Party machen, sage ich mal. Ich bin so der Partymensch eher. Und aber auch die ersten Vorlesungen haben mir echt gut gefallen. Ist so wie in der Schule ein bisschen, aber es ist viel geiler einfach, weil mir gefällt es einfach, den Stoff zu lernen, den ich wirklich selber auch lernen will. Und es ist so wie Schule, nur mit Lieblingsfächern eigentlich, nicht so simpel ausdrücken kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, weil wir sind genau ganz am Anfang dieser Serie und wir wollen natürlich, dass diese Serie richtig abgeht, dass ihr die Serie auch feiert. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr vielleicht als verbesserungswürdig anseht. Habt ihr irgendwelche Kommentare dazu, irgendwelche Fragen, schreibt es einfach in die Kommentare. Abonnieren bitte und schaut mal bei meinen Vlogger-Kollegen vorbei, die haben auch geilen Content und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Pew.